Während es an den Märkten ansonsten eher ruhig zugeht, weil man vor allem auf den Fortgang der US-Berichtssaison wartet mit den Zahlen heute von Apple und dann vor allem wartet auf das, was die Fed uns morgen zu erzählen hat, da passiert doch einiges in einer ehemaligen Weltleitwährung, nämlich dem britischen Pfund, und da crasht es geradezu jetzt auch im asiatischen Handel. Starke Abgaben dieser Währung, die Sie hier sehen, das British Pound hier als Kartenhaus dargestellt, und das trifft vielleicht die Situation ganz gut, dieses Kartenhaus, das gerade in sich zusammenstürzt, weil wir jetzt einen neuen Premierminister haben in UK, der glaubt, dass man jetzt die ganze Geschichte wieder aufrollen kann, nachdem die Verhandlungen zwischen der EU und UK ja monatelang sich hingezogen haben, dann man endlich irgendwie einen Kompromiss zu finden schien, der allerdings von der damaligen Premierministerin Theresa May nicht durchgebracht werden konnte. Und jetzt hat Boris Johnson, der neue Ministerpräsident, gestern in Schottland folgende Aussage getätigt. Die Vermutung ist, dass wir einen neuen Deal bekommen, aber wir müssen uns auch vorbereiten, dass wir einen No-Deal haben werden, wenn wir das tun müssen. Also No-Deal heißt dann faktisch wohl Wiedereinführung von Zöllen. What we want to make clear is that the backstop is no good. Also diese Frage mit der Grenze in Irland, der ist nicht gut, der ist tot, der muss verschwinden. Das Withdrawal Agreement, das ist das, was Theresa May verhandelt hatte mit der EU, ist tot, but there is scope for us to do a new deal, aber wir haben die Chance, einen neuen Deal zu machen, und genau das ist die massive Illusion. Es gibt keine Chance, einen neuen Deal zu machen, das hat die EU nun 5.327 Mal klar gemacht, und damit spricht vieles für einen harten Brexit. Was bedeutet das, wenn es einen harten Brexit gibt? Es gibt dann vor allem zunächst mal einen massiven Bruch von Lieferketten, gerade in der Autoindustrie. Da werden Teile über den Ärmelkanal geschickt, wieder zurückgeschickt, wieder hingeschickt, wieder zurückgeschickt. Das ist auch für die deutsche Industrie, vor allem für die deutsche Autoindustrie, ein riesiges Thema, das die ohnehin schon vorhandene Schwäche dieser Industriesektoren, vor allem in Deutschland, noch weiter verschärfen würde. Das kann man gar nicht überschätzen, was da auf dem Spiel steht. Da müsste im Vorfeld dann vieles verlagert werden in die EU wieder rein. Heute ein Bericht aus der EU, die sagt, ja, mit den Banken und Finanzdienstleistern aus UK, da wird das gar nicht so einfach, dass die in der EU weiter Geschäfte machen können. Also wir haben zunächst mal die Unterbrechung von Lieferketten, von Geschäften, die derzeit der Fall sind. Wir haben dann auf der anderen Seite eben auch politische Implikationen. Was passiert mit Schottland? Was passiert vor allem mit Irland, die sich ja sehr europafreundlich zeigen, im Gegensatz zu den Briten. Wenn man solche Aussagen hier sieht, dann wird die ganze Geschichte doch relativ bitter. Und das britische Pfund reagiert darauf, weil wir jetzt einen Gamechanger haben, jetzt die Situation haben, dass Boris Johnson wirklich diesen Austritt durchziehen will, komme was da wolle. Theresa May hat ja immer versucht, das noch irgendwie abzufedern. Und wir sehen, im British Pound geht es massiv nach unten. Wir waren kürzlich noch in Bereichen, die heute schon komisch anmuten. Jetzt sind wir richtig durchgesackt in den Bereich 1,21. Und wir sehen hier, dass wir jetzt an einer Trendlinie, an der unteren Begrenzung der Trendlinie sind. Und das wird jetzt wichtig sein für die britische Währung, nicht auch da noch durchzufallen. Denn es ist so, dass derzeit auch die Absicherungsgeschäfte massiv zugenommen haben im britischen Pfund. Da müssen sich viele Player absichern gegen einen weiteren Verfall des britischen Pfunds. Wahrscheinlich wäre das die einzige Chance für die Briten dann auch, wenn sie aus der EU ausgetreten sind, dass sie wirklich wettbewerbsfähig sind, dass dann wirklich das britische Pfund auch stärker abwerten würde und man so einen gewissen Exportvorteil hätte, obwohl ja UK viel mehr importiert, als man exportiert. Schauen wir uns die Märkte insgesamt mal an. Was ist da heute zu erwarten? Wir haben zunächst mal die Verbraucherpreise aus Deutschland, 14 Uhr. Wir haben dann vor allem die Verbraucherpreise aus den USA, 14:30 PCE, Personal Consumption Expenditure, wie es heißt, also praktisch die persönlichen Ausgaben, Konsumausgaben der Amerikaner für die Fed seit dem Jahr 2000, die entscheidende Inflationsgröße. Wir haben das Verbrauchervertrauen Conference Board um 16 Uhr zuletzt, auch die Soft Data
die eher stimmungsabhängig sind, sind ein bisschen zurückgekommen und wir haben die anstehenden Hausverkäufe. Wir haben dann in Sachen Berichtssaison zunächst mal Mastercard 14 Uhr. Auch das wird wichtig. Dann haben wir AMD, Advanced Micro Devices, auch wichtig, 22:20 Uhr, aber alles entscheidend ist dann Apple um 22:30 Uhr, weil da einfach wahnsinnig viel dranhängt an Apple. Da hängen Lieferketten dran. Das ist wirklich etwas, was global wichtig ist für Sektoren in vielen, vielen Ländern, die eben Apple-Zulieferer sind. Schauen wir uns vielleicht noch ein paar interessante Statistiken an, ein paar interessante Grafiken. Hier zum Beispiel diese, die zeigte, dass die USA der einzige Aktienmarkt sind weltweit, der jetzt nochmal ein neues Allzeithoch erreicht hat. 12.07.2019. Wir sehen, dass hier Indien, Südkorea, aber vor allem eben auch Deutschland, Japan, all diese haben im Januar 2018 ihr Allzeithoch erreicht und sind davon weit entfernt. Andere Aktienmärkte haben die besten Zeiten ohnehin schon länger hinter sich, Italien etwa 2009. Wir haben dann noch vielleicht interessante hier Spekulationen auf fallende Volatilität, und die lange ja ein Volkssport war in den USA. Man shortete den VIX, also das Volatilitätsbarometer, und das ist jahrelang gut gegangen, weil die Volatilität immer Stück für Stück weiter gefallen ist. Derzeit haben wir sehr hohe Positionen, sowohl von Small Specs, also von kleineren Spekulanten, als auch von relativ großen Spekulanten, den sogenannten Large Specs, während wir auf der anderen Seite auch Hedger haben, die sich jetzt absichern für einen möglichen Fall der US-Aktienmärkte. Wir haben wieder mal ominöse Bewegungen gesehen bei VIX-Positionen. Da hat jemand massive Calls auf den VIX gekauft im Umfang, der bisher so kaum da gewesen ist. Da wird entweder Absicherung betrieben oder man rechnet eben mit einem scharfen Abverkauf an der Wall Street. Vielleicht in Gefolge eben dann der Fährte. Wir werden sehen. Aber schauen wir uns erstmal die Charts an. Hier sehen wir das britische Pfund, das jetzt in den freien Fall übergeht, weil klar ist, wie soll da eine Lösung herkommen. Jetzt wird der Brexit sozusagen langsam Realität. Der Devisenmarkt preist das ein. Die Aktienmärkte tun das ein Stück weit auch. Der englische FTSE, der Leitindex in London, erreicht jedes Mal neue Höhen, wenn das Pfund nach unten rauscht, und das tut es derzeit ganz kräftig. Schauen wir uns noch ein paar andere Charts an. Wir sehen hier den S&P 500, der so seitwärts tendiert, sich hier wieder erholt hat von der Draghi-Enttäuschung vom letzten Donnerstag. Wir sehen ein ähnliches Bild hier beim Nasdaq 100, der jetzt bei der 8000er Marke ist. Wir sehen den Dow Jones bei 27.266. Was macht der DAX aus der Geschichte? Das ist die Frage. Das wollen wir uns hier mal anschauen. Der hat sich noch nicht so wirklich komplett erholt von dieser Draghi-Enttäuschung. Nach wie vor seitwärts tendierend. Wir haben Euro-Dollar derzeit bei 1,1137. Kommt auch nicht richtig vom Fleck. Das gleiche gilt für Öl und ähnliche, für Gold 1423 und ähnliches. Kann man auch behaupten von dem Crude Oil, dem amerikanischen Crude Oil, wenn es denn kommt. Immerhin hat man sich hier wieder über die 57er Marke retten können. Kommt nicht, sei es drum. Doch, da ist es, schau her. Hier sehen wir diesen Anstieg gestern, heute die API-Lagerbestände um 22.30 Uhr. Also es ist das Warten auf die Apple-Zahlen. Es ist das Warten auf die FED-Entscheidung, und währenddessen passiert der Brexit jetzt sozusagen mental schon am Devisenmarkt. Die Aktienmärkte haben das noch nicht eingepreist. Zerstörung von Lieferketten, das wird ein Riesenthema. Business wird schwieriger, wird kostenspieliger. Das könnte den ohnehin schon vorhandenen Abschwung, die Abkühlung, dann auch in Deutschland noch deutlich verstärken. Das sollte man nicht vergessen. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen wunderbaren Start in diesen Dienstag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao am Freitag, 11.30 Uhr in Hamburg. Ich glaube, im East Hotel ist es, St. Pauli. Da werde ich live vor Ort sein. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Können sich anmelden bei finanzmarktwelt.de. Aber jetzt Servus und Ciao.